Seb. Und ich bin der Robin und wir sind die Gitarristen von Tides Awaken. Ich habe Gitarre spielen angefangen, damals vor ca. 5-6 Jahren. Das war halt einfach bei meinen Freunden halt so ein paar Gitarre gespielt und dann dachte ich so, boah, cool, will ich auch machen. Ja, da habe ich mir eine Gitarre zugelegt und habe angefangen zu üben. Ja, also der José, unser Rhythmusgitarrist, mit dem ich ja eigentlich so am meisten verbunden bin durch unsere Instrumente, der hat halt genau diesen Stil, den ich für mich am Schlagzeug brauche, als Unterstützung von den Gitarren oder halt als Begleitung, sagen wir mal so. Halt dieses, wenn wir halt einen harten Breakdown haben, dass es auf der Gitarre auch richtig hart angespielt wird, ja, schöne, klare Anschläge, ne, das muss brutal rüberkommen, dass die Breakdowns halt so scheppern, wie sie nun mal scheppern müssen. Und dass das halt so eine tighte Verbindung mit der Bassdrum ist, dass du da keine Versetzung hörst oder so. Und das finde ich halt, das passt halt perfekt. Ich kenne José schon seit, was weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Ja, wir sind quasi da in unserer Jugend zusammen erlebt. Und man versteht sich halt blind, ne? Und das ist natürlich perfekt für so eine Kombination zwischen halt diesen Rhythmussachen, also der Bassdrum und der Gitarre, die da drüber scheppert. Ich spiele ESP-Gitarren. Mein Amp ist der Randall Satan und ich spiele bei einer Engelbox. Ja, mit der EP Rain of Ocean wollten wir den Grundstein für eine Musikkarriere legen und haben uns da halt auch beim Songwriting auf ist eher schlicht gehalten, ehrlich gesagt, aber weil wir da auch den Startpunkt setzen wollten. Wir wollten halt zeigen, das ist der Anfang, aber mit dem ersten Album wollen wir dann auch musikalisch abwechslungsreicher, technisch abwechslungsreicher auch das Songwriting machen. Bei dem Gitarren-Songwriting von Vein of Origin haben wir uns halt gedacht, viele schöne, harte Parts zu haben. Wir wollten auch was Eigenes haben, einen eigenen Stil mit reinbringen. Wir wollten nicht so diese Standard-Metal-Chorus nehmen, die halt echt jede andere Band macht, und dass man halt die Band verwechseln kann mit einer anderen. Das wollten wir halt nicht, das war nicht unser Ziel. Wir wollten uns im einen klaren. Damals, als ich kleiner war, habe ich den ersten Kontakt mit Gitarren durch Guitar Hero gehabt. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand das Instrument Gitarre schon so interessant. Und dann habe ich angefangen, sehr viel Musik zu hören, habe mich mit Musik auseinandergesetzt und habe beim Musikhören mir vorgestellt, wie ich das auf der Bühne spiele, und habe damit auch dann angefangen, Gitarre zu spielen und da meine Leidenschaft entdeckt. Ja, unser Lead-Gitarrist ist Robin. Er hat einen sehr außergewöhnlichen Stil, finde ich, und er ist sehr experimentierfreudig. Was mir auch sehr gefällt, wir jammen sehr oft zusammen, auch in Jazz-Bereichen oder Blues-Bereichen. Und ich finde es halt einfach cool, dass man sowas dann mit in diese Metal-Musik reinbringen kann und dass er das so unglaublich gut umsetzen kann. Meine Hauptgitarre in der Band ist die ESP Horizon. Und da
damit spiele ich auf einem Engel Invader und einer Engelbox. Also José hat so diesen unheimlich fetten, rhythmischen Riff-Sound, der einfach direkt zum Mitbang ist und wo man direkt drauf abgehen kann. Das ist einfach richtig geil. Robin ist technisch sehr konzentriert und zeigt das auch gerne und macht auf jeden Fall richtig geile Melodien. Der hat auch für unser Outro die Melodie geschrieben und als ich das gehört habe, ich habe gerade so, das ist richtig geil. Ja, unsere Zukunftspläne sind sehr ambitioniert. Wir wollen mit unserer Musik Leute erreichen, die EP an den Mann bringen, eine Fanbase aufbauen und auch international tätig werden.